Kumpels. Das Wichtigste haben wir ja hier. Ja. Sagen wir gehen weiter. Aber hier scheint auch niemand zu sein. Das heißt, wir können auch nicht kontrollieren, theoretisch. So. Tja, schauen wir mal. Put. Rund, ja. Mitz. Der wird trotzdem hoch, ne? Ja, Mann, ich mach dieses Spiel gerade irre. Also, ich hab 12 Frames. Geil. Okay. Das ist aber nicht viel. Wenn ich ranzoome, jetzt geht's gerade. Wenn ich stehen bleibe, geht's. So, runter, sagt es dann da lang. Boah, ist das nervig. Boah, das riecht so gut. Meine Güte. Das Gas? Nein, der Geruch von Grillen. Gegrillten Fleisch. Ja, mach mit. Ja. Grillparty. So, ich bin die Straße runter. Wo seid ihr? Ich bin mitten auf dem Feld. Links durch die Gebäude durch und. Ah, okay. Ja, sehe euch. Lauf weiter. Oh, jetzt habe ich mein Mikro runtergekickt. Das hast du gehört. Klang so, als ob es dir auf die Stirn gefallen ist oder so. Ach, so weit hast umher. Hast du selber eine gegeben? Ich habe mich gestreckt und dann, als mein Arm wieder runterkam, hatte das Mikro einfach mal mitgenommen. Wie sich das halt hört. Klar. Man muss ja auch sorgsam mit seinen Sachen umgehen. Oh, da hat jemand Munition, was gemacht. Irgendwas. Ja, ich lag gerade ein bisschen nach. Vorne walkt ein Zombie gemütlich übers Feld. Irgendwie wird meine Munition nicht weniger, das finde ich seltsam. Wo läuft ein Zombie? Links von uns. Mitten auf dem Feld. Keine Ahnung. Oben auf dem Hügel drauf. Ah, da hinten ist auch noch einer. Direkt vor uns. Ich glaub, den meinst du. Den hole ich mir. Guck mal, auf welche Entfernung ich den anhalten kann. Ach, er rennt auch nicht so. Okay. Er war ein One-Hit. Braucht überhaupt irgendwann mal was in diesen kleinen Hütten hier drin, in diesen 2-Quadratmeter-Dingern? Nö. Nö. Bisher noch nicht. Laut Kolle soll das, aber tut's nicht. Entweder ist das gerade eine fette Regenwolke oder es wird dunkel. Ich weiß nicht, mein Bild ist schon so farblich ein bisschen seltsam. Also ich sehe keine Sonne mehr, muss ich ja mal sagen. Aber ich habe auch keine Taschenlampe dabei. Ach, Blitz. Funzel habe ich noch. Direkt über uns ist bei mir noch ein großes Loch frei am Himmel. Ja. Und alles nee, andere ist weiße zu. Wolke unter schwarzer Wolke. Packst du bitte deine Pistole weg, mein Junge? Hallo. Hallo. Er will nichts mehr machen. Mein Typ macht nichts mehr. Was soll okay, das? Okay, da sind wir ja. Ich höre einen Zombie. Allerdings weiß ich nicht von wo. Bei mir. Der rennt aber nicht hinterher, also. Ich glaube, bei mir ist gerade irgendwas abgeschmiert. Denn Jupiter, du läufst gerade genau an einer Stelle die ganze Zeit. Bin aber schon wesentlich weiter weg. Ja. Lauf ich bei euch denn noch? Ja. Ja, ich bin rechts von dir. Und ich bin links von euch. Rechts von euch. Auf der anderen Seite von Zaun. Das ist ja Quatsch, was ich dir erzähle. Ja. Du läufst aber irgendwie komisch und hast keine Waffe. Ah, jetzt seid ihr wieder da, okay. Hast du einen Hänger jetzt gehabt? Jetzt bist du wieder. Ja, ich hatte einen ziemlich heftigen Hänger. Ach, wir sind ja schon im Airfield. Ja. Hat er denn seine Waffe weggepackt, ja. Lass uns die Charaktere eben einmal durchatmen lassen, wa? Wo bist du denn? Rechts von euch, an der Baum. Schau die Baumreihe weiter. Ach, da, ja. Kannst du schon mit dem Fernglas runter gucken, ob du irgendwas siehst? Türen offen sind. Von hier ist natürlich eine schlechte Sicht. Noch mal ein bisschen rechts rum, würde ich meinen. Wo langsam. Boah, mit dem Fernglas backt man so hart rum, wenn man hockt.
habe einen Blick nach rechts. Jo, ich guck Richtung Flugfeld. Guck mir gerade die Häuser vom Flugfeld an. Weil ich sehe nicht, ob sie gelootet wurden oder nicht. Da habe ich den falschen Winkel für. Ach, Juri, kennst du die Stelle noch hier? Ja. Ja. Wo überhaupt nichts mehr ging. Durchaus. Wo seid ihr hin? Ja, ich irgendwo. Runter den Weg. Bei dem nächsten Feldweg an der Baumreihe. Komm erstmal nach. Versuch mal einen Black auf. Ja. Ich versuche mal einen Black auf. Also guck mal, Junge, der lappt einer. Das war knapp, du solltest uns schon sagen, wo du bist. Ich neige gerne dazu zu schießen. Übrigens. Da nichts zu sagen. Erst wenn der tot ist. Ja, das Blut vom Himmel regnet. Das war ja auch in dem Gebäude davon. Ja, ich weiß. Leider haben wir das nicht mit aufgenommen, das ist so ärgerlich. Ja, so doof. Ja, irgendwie, ich sehe nicht, ob das Haus gelootet wurde oder nicht. Tür ist auf. Okay. Dann war da schon jemand vor uns, dann ist das ganze tolle Zeug weg. Boah, Alter, du bist aber auch ein Gierschlund, ne? Hier war lieber die Echo-Perspektive, könnte sicherer sein. Ja, Zombie. Bei uns. Ich will aber lieber mit der Pistole schießen. Ja, dann mach du mal. Wer will, hat noch nicht. Midi Standard? Jawohl. Also weit kann ich nicht reingucken. Okay, frei. Und was haben wir so? Oh, Munition für dich. KS. Hier hat irgendjemand ganz schön viel abgeladen. Ja. Ne, hier ist einer gestorben. Munition war am Arsch. Ein ruinierter Schuss. Ja. Klebeband, braucht man Klebeband? Manchmal ja. Hat einen erwischt. Für was? Hier liegt alles ruiniert rum. Ja. War komisch. Hand im Backpack ruined. Klebeband braucht man übrigens für sag schnell hier Schienen und sowas. Wenn du was gebrochen hast. Lol. Warst du schon unten? Ja, ich war schon unten im hinteren Raum. Okay. Da liegt noch eine Mütze, zwei Mützen rum, ein Helm und Bücher und sowas. Ja, hier war wohl was los gewesen, würde ich meinen. Und wir haben wieder alles verpasst. Wir sind irgendwie ein bisschen zu spät. Gucken, wann die 2 Stunden wieder um sind, dann kommt wieder der nächste Restart. Stunde sollte schon um sein, schätze ich mal. Könnte sein, ja. Also ich bin gerade auf dem... Ja, okay. Ihr seid schon vor mir. Hier liegt scheinbar eine Waffe. Hier liegt noch ein Handguard. Oh, anständig dieser Regen. Wir haben ja eine Mosin mit Munition und Bifot. Mosin hätte ich einen Scope für. Das ist interessant. Lieber auch die SKS.
Ja, ich habe ein Stung-Magazin, aber oder irgendwelche Munition drin. Du musst übrigens mal ein bisschen sagen, wo du langläufst. Ja, ich bin im nächsten. Naja, das weiß ich. Aber wir sind so, dass wir uns immer gegenseitig Deckung geben, wenn einer so einen Hangar durchforstet. Okay. Und dann warten wir mal auf den nächsten. Die ist leer, Midi. Ja. Aber Midi und ich spielen da halt auch das Ganze schon eine ganze Weile zusammen hier. Gut, ich habe bisher noch fast nie mit jemandem zusammengespielt. Fabi ist immer zu früh krepiert. Strategie und Geduld ist das Wichtigste hier drin. Midi, wo bist du? Ja, okay. Dann gerade an der Mauer lang. Tür ist offen. Auch diese. Oh lol, die da vorne kann man öffnen. Ach nee, das ist nur die andere. Die geht hoch. Ich hab fast alles, was ich brauche. Apfelhelm. Apfel heißt Paprika. Ja, sah aus meiner Perspektive aus wie eine Paprika oder Apfel, völlig egal. Apfel, Paprika, neue Kreuzung. Hab ich das Ziel, Ding. Was ist denn das hier? Zwei leere Magazine, Alter, hier wurde aber echt viel überballert. 22er Magazin. Oh, heftig viel. Cool, ehrlich gerne. Oh, eine recht ziemlich schön aussehende Kartoffel. Guck mal eben aufs Dach hoch. Jo. Ja, schau nebenbei mal, ob du noch irgendwie jemanden anlaufen siehst oder so. Ja, ich bleib hier mal stehen und gucke. Black Cargo Pants. Also ich sehe gerade nichts. Aber wer legt bitte Hosen auf dem Dach ab? Vorstellung, dass sich hier mit die Hose da oben auszieht. Ich bin frei! Der König der Welt. Ach, diese ganze 22er-Moni, die reizt mich ja. Wollt ihr mal ziehen? Hat gerade einer von euch gegessen? Jo, ich. Gut. Ja, egal. Wo ist denn hier ein Magazin? Das liegt da mit auf dem Tisch. Echt? Ich sehe kein Magazin. Eine Pistole halt. Ist nur ohne. Ach, da, Magazin. Ich komm wieder runter. Jo. Ich auch. Auch unentschieden. Hier links rum. Tür ist offen. Ich bin Zombie. Das war nur der Bug, ja. Streichhölzer, wenn es jemand will. Ein Stift. Stift und sowas habe ich auch noch nie benutzt. Und da unten ist die Pistole auch noch. Wie cool. Du hast doch eine. Ja, aber die ist mit Schalldämpfer. Ah, okay. Oh, lol. Liegt noch eine Sense. Ich komme wieder runter. Ich würde aber sagen, wir machen mal, so langsam Schluss. Wir setzen uns nochmal in den Wald hinein und machen dann nochmal Feierabend, weil ich will nicht mehr ganz so lange Aufnahmesessions haben, damit man update-technisch einigermaßen da ist.
sich hinlegen. Wo bist du, Midi? Du krabbelst ja gerade unter dem Bett oder was? Ja, ich versuche da irgendwie an die Waffe ranzukommen, aber das ist sowas von vor Hundepiebelt da hier. Oh, wer hat da geschossen? Ich. Du hast geschossen oder wurdest beschossen? Ich bin tot. Komm ins Haus rein, Juri, komm ins Haus rein. Geht nicht, ich bin hinten an der anderen Wall. Oder was du sagst, ich bin noch ohnmächtig. Läuft gerade einer von euch? Ja, ich bin gerade so ein paar Schritte um die Ecke gegangen. Das war wieder ich. Falls du ins Haus reinkommst, ich sitze oben hinter der Treppe. Hä? Aber da vorne hat er mich auf jeden Fall im Target. Ja, also ich bin getroffen worden. Wo liegst du? Ich lieg vor dem Haus, also. Tür, an oder? An der schmalen Seite. Links aus der Tür raus. Also bei der Tür. Ich glaube, er hat von der langen Seite geschossen. Also praktisch von den zwei Häusern, die da ganz hinten noch liegen. Da, wo der Brunnen ist und so weiter. Nicht da, wo der Brunnen ist. Okay, er hat mich getroffen. Ja, ich bin tot. Der muss irgendwo rechts sein. Rechts, also nicht auf dem Flugfeld. Südlich vom Flugfeld oder was? Kannst du nicht genau sagen. Da, rechts am Haus. Rechts am Dings, ich bin tot. Oder der sitzt rechts am Tower. Der hat mir leider die Beine weggeschossen, deswegen konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ja. Der schießt immer noch um ihn bekloppt, oder? Mhm. Ach, scheiße, dass er ausgerechnet da saß. Ich hab ihn auch auf der anderen Seite vermutet, leider. Kann doch nicht sein, ey. Ich hasse das manchmal. Dass du da einfach weggeschossen wirst. Ah, vor allem, ich hab noch gedacht, wer schießt denn da? Und dann wurde ich getroffen. Ja, und der saß halt gut. Ja, und hatte auch den Vorteil, weil er uns überrascht hat. Ja, ja, klar. Da weiß aber ich nicht, dass du zum Tritt sind. Ich bin gleich wieder da. Der kommt gerade ins Haus rein. Ja. Lebst du noch, Juri, oder bist du? Nee, ich bin richtig tot. Okay. Oh, meine Pumpe geht jetzt. Kommen die Treppen hoch, Junge. Ich darf mich nicht bewegen. Oh ja. Da sterben wir zum Schluss nochmal, sowas. Hallo? Ey, es ist ein Deutscher auch. Ja, noch. Ja. Hallo? Schreibst du mit denen gerade? Nee, ich sag gar nichts. Kannst du mit mir? Kannst du mit mir reden? Sprechen? Willst du mit mir sprechen? Ich bin tot. Bleib zurück, ja. Ja, will ich mit dir sprechen oder nicht? Du ballerst dir einfach auf meine Leute. Wie geht's dir, mein Freund? Die Frage, wie es dir gleich geht. Du bist so leise bei mir, mach dich mal laut. Ja, genau. Schieß ihn weg. Als Rache. Ja, natürlich. Ja, klar. Ganz schön, wenn man eine Militärbasis Granaten finden könnte. Die man um Ecken werfen kann. Nur ich glaube, ich würde mich sehr oft damit selber töten.
Ja, wie geht's dir so, mein Freund? Wir wollten deine Freunde nicht töten, aber die haben angefangen zu schießen, da kann man jetzt nicht. Ja, so ein Quatsch. Den Scheiß haben die Junge. Hallo, die haben zuerst geschossen. So ein Bullshit. Ja, bestimmt nicht auf dich, ja. Wir haben überhaupt nicht geschossen, das ist totaler Mumpitz. Ja, genauso wie jetzt, oder was? Das war ich auch gewesen, ne? Du bist immer noch leise, mach's schlau. Alter, das ist auch noch so ein Gangster, ey. Ja. Habe ich ihn getroffen? Na, hat wo gesessen, hä? Tja, was passiert jetzt? Also ich hab... Dein Telefon klingelt. Ja. Toll! Tja, ich hab jetzt extra mal geschwiegen, weil ich die Spannung davon aufrechterhalten wollte, aber da klingelt einfach mal sein Telefon. Dann macht die Stimmung kaputt. Das ja, vielleicht respawn ich einfach mal derweil. Und lauf schon mal ein bisschen rum und suche mal ein paar, so irgendwie zwei, drei Sachen. Hm? Ich muss aber erstmal weg. Ich muss essen. Freundliche Grüße vom Sniper. Von der verabschiede ich mich schon mal. Ja. Dann mach's mal gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo. Bis dann. Jo. So, und ich respawn dann gleich mal, dann geht's mal los. So, ich bin auch dort. Weil er dich, weil du weggesnipert worden bist, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich stand eigentlich so, dass mich hätte keiner sehen können. Ja, er meinte irgendwie von wegen freundliche Grüße von dem Sniper oder so. Aha. Hab ich nicht gehört. Boah, ist das dunkel. Warum ist alles schwarz-weiß bei mir? Ja, weil es jetzt Nacht wird. Ah, okay. Ach ja, da wurden wir mal weggesnackt. Neustart oder was? Ja, ich hab gerade mal geneustartet oder respawned, weil du ich hab eben die ganze Zeit extra nichts gesagt, weil ich dachte, jetzt wird's gerade nochmal spannend, aber dann hat dein Telefon geklingelt. Ja. Ja, ätzend, dass uns ein so ein Gangster da wegschießt, ey. Das ist echt so krass, wie doll dieser Überraschungsmoment manchmal Ja, aber dann noch sagen, du hast geschossen oder was? Ja, das ist halt purer Quatsch. Also das ist ganz klar, dass wir mal nicht als erstes geschossen haben. Warum nicht? Naja, was soll's. Aber ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier mal Schluss. Jetzt sind wir halt alle tot und können uns aufs nächste Mal freuen. Wurde ja auch mal wieder Zeit, dass wir auch mal sterben. Ne? Richtig. Gut. Genau. Okay, Freunde, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal und dann hoffentlich wieder lebend. Bis dahin dann. Tschüss.